haben es jetzt 6:30, sind gerade aufgestanden. Alle sind noch todmüde, aber jetzt muss es aufs Wasser gehen. Wir sind hier gerade in der Umkleide und ziehen uns jetzt um. Ich tape meine Blasen ab, damit die sich nicht entzünden oder noch größer werden. Und das ist halt, wir rudern und da dreht man ja immer die Skulls auf und ab und da reibt sich die Haut auf und dann entstehen halt die Blasen und die muss man halt aufstechen mit so einer Nadel und sie dann abtapen, wenn man wieder rudern geht. Also wir stehen morgens um 6:30 auf, weil unsere erste Einheit schon um 7 Uhr anfängt. Dann fahren wir so 16, 17 Kilometer im Schnitt. Dann gehen wir runter vom Wasser, dann gibt es sehr leckeres Frühstück. Dann haben wir eine sehr lange Mittagspause bis 4:30 und dann geht es auch schon auf die zweite Einheit zu, wo wir dann auch nochmal 17, 18 Kilometer rausfahren. Dann werden wir mit dem Motorboot begleitet, die ganze Einheit über. Wir starten unten am See, dort ist auch ein Wehr, und fahren dann hoch und auf der Hochfahrt wird sehr viel Technisches besprochen. Und dann sind wir oben angelangt, da fangen wir dann mit schnellen Schlägen an. Zuletzt geht's dann halt, fahren wir alle zusammen gestaffelt runter und da kommt es dann darauf an, viel Druck zu geben und möglichst als Erster anzukommen. Also wir werden hauptsächlich trainiert von Roppel. Unser eigentlicher Trainer Jan Lindemann sitzt auch noch nebenbei im Motorboot. Und der guckt sich das eigentlich nur an, aber Roppel trainiert uns, sagt uns sehr viel Technisches und kann jeden auf jeden individuell eingreifen und ihm das perfekt erklären. Einerseits kann man vom Motorboot aus sehr gut trainieren, andererseits haben sie auch immer eine Kamera dabei, womit sie uns dann filmen. Das nennt man dann am Ende Videoanalyse. Dort können wir dann auf dem Rechner gucken. Das wäre natürlich ein bisschen sehr viel Rücklage. Ne? Du musst ja bedenken, da musst du mit der Bauchmuskulatur wieder hochkriegen. Ne? Mach das mal. Also das merkt ihr eh nicht. So eine Leberwurst. Ja. Nee, das schmeckt doch nicht. Ja, das schmeckt man schon. Scheiße, ich esse was mit Geschmack. Ja, wenn wir wieder drin sind, dann gibt es auch nochmal das Frühstück vom Seekaffee Petri, das meist nur in einer Ausführung hier da ist und das ist zu viel. Das brauchen die Jungs aber auch, weil sie auch im Wasser ordentlich Kohlenhydrate verbrennen und Energie lassen. Und dann natürlich für die nächste Einheit erstmal wieder auftanken müssen. Nach diesem wunderbar reichhaltigen Frühstück folgt eine sehr lange Mittagspause, in der sich erholt werden kann und den Aktiven jegliche Freiheiten gelassen sind. Wenn das Wetter schön ist, kann man auch mal ein bisschen rausgehen und den Wald in der See erkunden. Ansonsten ist der Lieblingsort meist das Bett. Einkaufen fahren tun wir dann auch teilweise in der Mittagspause und dann geht es so gegen 4, 5, je nachdem, wieder aufs Wasser. Die zweite mörderische Einheit nach erstem Vorbild folgt. Und auf geht's! Ja, bewegen! Wieder geduscht, die Boote reingebracht und das Abendessen durch das Café folgt. Danach ist dann meist nichts mehr los, sondern nur noch schlafen gehen da. Natürlich der Tag auch anstrengend genug war.